Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ganz genau, ich hoffe, ihr wisst alle, wo wir sind. Wir sind in der letzten Welt, den Donkey Kong Inseln heißt das Ganze, bei glazialer Fastzeit 6-4. Vielleicht kommen wir heute schon zum Endboss, man weiß es nicht. Ich würde sagen, dranbleiben lohnt sich, oder ihr habt den Titel gelesen. Es gibt beide Möglichkeiten, okay? Oh Gott. Ich habe schon wieder seit einem Tag nicht aufgenommen. Ich bin in letzter Zeit so, richtig in dem Aufnehmen-Fieber. Ich weiß nicht wieso. Es ist auf jeden Fall ganz, oh mein Gott. Es ist auf jeden Fall ganz cursed. Ich habe innerhalb der letzten 3 Tage 9 Videos oder so aufgenommen. Geisteskrank. Aber ist doch schön. Die nächsten 4 Wochen muss ich dann nichts mehr aufnehmen. Da kann ich mich dann ja ganz gut entspannen und mich auf die Newer-Videos konzentrieren. Ich weiß gar nicht, doch, wenn ihr dieses Video seht, dann ist Newer Summer Sun schon gestartet, Guys. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Projekt findet. By the way, was ist dieses Level eigentlich schon wieder? Aber gut, ich komme eigentlich meistens ganz gut mit diesen Raketenleveln klar. 90% der Leute tun das ja gar nicht. Ich irgendwie schon. Ich bin mal wieder der weirde Dude. Oh, dafür gibt es auch safe ein Puzzleteil. Will ich das? Ne, es gibt gar keins. Aber die Bananen, die nehme ich mit. Oh, lol. Schon wieder eine Zahl, die nicht richtig funktioniert. Sah, Checkpoint. Easy going. Oh, schaut mal. Den gab es auch. In einer der Höhlenwelten gab es den. Auch in einem Raketenlevel. Da wurde man von dem verfolgt. Ich hoffe, der kommt nicht aus dem Eis jetzt raus. Ah, oh mein Gott. Was passiert hier schon wieder? Da ist das. Oh. Oh, wir haben das K schon. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Schade. Schade. Aber auf ein Herz hätte ich jetzt tatsächlich schon Bock. Oh, ein Ballon ist auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie viel wir haben. Das steht da nicht. Tschüss. Puzzleteil. Let's go. Es fehlt nur noch ein Buchstabe. Komm, schaffen wir es im First Try. Das wäre sick. Oh. Alles klar. Alles klar. Was passiert hier schon wieder? Es ist komplett gestört einfach. Hier ist das G. Let's go. Was? Das war's noch nicht mit dem Level? Was passiert denn jetzt bitte? Oh, wir sind der Eis... Ball. Der Schneeball. Es tut mir leid. Ist natürlich ein Schneeball. Im richtigen Moment springen. Okay. Ja, es sieht gut aus bis jetzt. Ja, jetzt sieht es nicht mehr so gut aus. Sind wir tot? Ne, wir haben es actually geschafft. Da drüben. Da gibt es doch noch was. Ein Bonusraum. Warum auch nicht? Machen wir den doch direkt. Zack, zack, zack. Ein entspannter Bonusraum. Das sage ich jetzt. In 5 Minuten sage ich dann wieder, die Zeit war zu knapp. Nee. Ganz easy going, natürlich. Gar kein Problem für den einzig waren Donkey Kong Meister hier. Ja. Bin Meister Kong. So werde ich auch von Freunden genannt, tatsächlich. Und natürlich dick das Ziel erreicht. So muss das. Es geht richtig Schlag auf Schlag schon los hier. Wunderbar, alle KNGs. Das Level war cool. Das hat mich direkt gecatcht. Hat Spaß gemacht. War ein schönes Level. By the way, falls ihr hiervon nichts mehr verpassen wollt, viele von euch haben den Channel einfach noch gar nicht abonniert, obwohl ihr die Videos guckt. Was ist los mit euch? Das ist doch viel zu aufwendig, jedes Mal nach meinem Namen zu suchen, um ein Video anzugucken. Anstatt einfach kurz auf Abos zu klicken und dann seid ihr straight up schon hier. Abonniert mal den Channel, das macht's viel einfacher. Oh, das wäre auch richtig... Oh, falscher Knopf, Entschuldigung. Das wäre auch super lieb natürlich. Schneeflock Schock ist das nächste Level. Hier, lasst mal ein Abo da, würde mich freuen. Ich habe Werbung verstanden, es ist wunderschön. So, kommen wir in dieses wunderbare Level. Oh, die Musik. Die Atmosphäre. Schön. Schön, schön, schön. Was gibt's hier? Eine einzelne Banane. Nehme ich trotzdem mit. Oh, und, Schneeflocken. Warum habe ich das Gefühl, dass die ultimativ krassen Damage machen? Und warum habe ich das Gefühl, dass dieses K mega geschenkt ist? Weil es genau das ist.
Zack. Ah, hier ein bisschen abwarten und rüber. Oh, das sieht auch schön aus. Das sieht ganz schön aus. Oh mein Gott. Ja, aber hier rüber. Direkt geschafft und hier geht's weiter. Hier müssen wir einen Dropdown machen auf diese Plattform. Ich weiß nicht, ob die rutschig und eisig sind bis jetzt, also auf jeden Fall noch nicht. Uff, uff, uff. What the hell geht hier schon wieder ab? Das ist ein angenehmes Level. Das war todesknapp. Oh, oh, da ist das O. Oh, schön. Wo muss ich hin? Nach oben. Okay, okay. Oh, ich sehe da ein Dings, aber eigentlich ungern. Ich möchte... Oh, Checkpoint, ja, bitte. Let's go, würde ich sagen. Wir bleiben bei Dixie. Dixie ist der Main Character. Ja, was hätte ich tun sollen? Nye. Nye. Ah. Uff, uff, uff. Okay. Und schießen wieder hier. Genau, wir feuern uns... 1, 2, 3. Wir feuern uns selber immer durch das Stampfen oder das Klopfen. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Ballern wir uns ja immer schön dahin. Alles klar, was ist dieses Level? Das ist schön. Ich sehe nichts. Da ist ein Puzzleteil. Ihr seht auch nichts, weil irgend so ein Depp davor sitzt. Guten Tag. Okay. Direkt festhalten hier. Oh, könnte hier wieder ein Puzzleteil sein? Nee, wir haben ja alle. Nee. Ich muss nach da oben. Ah, oh, hier bricht alles zusammen. Auch nicht schön. Und ein Checkpoint. Okay. Oha. Was passiert hier? Wir ziehen uns nach oben. Oh, wir ziehen alles nach unten, weil wir was nach oben gezogen haben. Yeah, okay. Ich habe mich doch festgehalten. Was ist das denn schon wieder? Okay. Okay. Also das ist auf jeden Fall wortwörtlich ein Jump-and-Run-Level. Oh mein Gott. Bitte. Die Großen machen mir Angst. Oh, wer bist du denn? Geh doch weg. Herr Kollege. Bitte. Oh, das war todesknapp schon wieder. Aber Ziel wie immer erreicht. Wunderschön. Alle KNGs, auch wichtig. Boah, das letzte war ja auch weird. Da musste ich in der Luft einen Jump machen. Das geht ja in Donkey Kong nach einer Rolle. Könnt ihr ja immer springen, egal ob ihr auf dem Boden seid oder in der Luft. Aber trotzdem ein bisschen tricky tatsächlich. Direkt das nächste. Wunderbar, schmecke das, Schläfel. Das kann man, das freut mich. Schatten. Lavi, ich drücke immer den falschen Knopf. Ich habe gerade die newer Videos aufgenommen. Und da ist halt B, A und Y ist B. Also akzeptieren tue ich mit B und ablehnen mit Y. Deswegen ist die Steuerung ein bisschen cursed. Aber es ist ein Silhouettenlevel. Guys, Hype. Ausrufezeichen Hype. Silhouettenlevel sind immer todeskrass. Vor allen Dingen können wir es mal bitte appreciaten, dass ich es noch nie bis hierher geschafft habe, ohne Funky Kong für ein Level zu benutzen. Also theoretisch ist das gerade mein erstes Mal, dass ich Donkey Kong so richtig, richtig spiele. Da bin ich aber auch schon stolz auf mich. Boah, das Level, das baut Hype auf. Nee, gar nichts gibt's mit Feuer hier. Da zwischendurch, ich sehe nicht, wo ich hinkomme. Hier hin. Du hast eine Bombe. Ich weiß nur nicht, warum. Er kriegt sie in den Rücken. Stürzt das ein mit der Zeit. Ja, das tut es. Oh, da müssen wir aber auch schnell sein. Okay. Ich hab Cranky. Oh. Gut, dass wir Cranky haben. Ich wusste natürlich, dass wir den hier brauchen. Ja. Hallo, bitte. Zack, zack. Auf den Fisch noch, für noch eine Coin. Ja, wichtig. Okay. Bumm. Ich habe eigentlich überlegt, dass ich für die Silhouetten-Level meine Facecam auch so Silhouetten mache. Aber das... Man erkennt halt gar nichts. Also legit, das wäre halt einfach ein schwarzer Blob in der Ecke. Und ich habe mich dann doch dagegen entschieden, tatsächlich. Sieht halt lost aus.
Dann habe ich mir überlegt, ja, was ist mit Schwarz-Weiß? Zu hell immer noch. Ich hab doch gepogot mit dem Pogo-Stab. Der macht doch jetzt bitte nicht zu, wenn ich hier drin bin. Doch, genau das tut er. Oh, das bricht alles auseinander. Oh, das bricht alles auseinander. Nein. Oh mein, als ob ich noch lebe. Niemals. Ha! Bitte. Wie kann ich noch leben? Oh ja, ja bitte. Zwitschen. Nee, jetzt kommt er und bewirft mich hier wieder mit Dinger. Die Burg im Hintergrund, das sieht todessick aus, wie die einstürzt. Krass. Hier kurz warten. Okay, okay. Puzzleteil. Warum soll ich das nicht mitnehmen? Wir haben alle KNGs. Jetzt kann aber auch das Ziel kommen. Sag ich euch, wie es ist. Nein. Oh. Oh mein. Nein. Gar nichts gibt's hier mit Feuer. Uhuhu. Runterfallen bitte. Dankeschön. Da, weiter. Raus hier. Ich kann nicht mehr. Ist das das Ziel? Ja, let's go. Also wirklich ein richtig schönes Level hier auch. Habe ich es gefirst-tried? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Egal, schönes Level. Hat mir Bock gemacht. Silhouettenlevel sowieso grafisch immer richtig schön anzugucken. Die funktionieren einfach. Die funktionieren einfach. Oh, ich glaube, es geht richtig hier auf Finalboss schon zu. Uiuiui, meint ihr, wir machen heute eine XXL-Deluxe-Folge mit dem Endboss? Ich habe schon wieder die falsche Taste gerückt, weil ich der letzte Horst der Welt bin. Kühlkammer! Ob man jetzt auf einer vereisten Insel eine Kühlkammer braucht? Ich werfe die Frage in den Raum, ist eine philosophische Frage. Ihr könnt ja mal drüber nachdenken. Ich weiß direkt, an welche Welt das ist. Es gibt so eine Fabrikwelt mit so Strom und Spannung und technischem Zeugs und so. Ich sollte davon eigentlich viel Ahnung haben. Aber genau das ist diese Welt. Ich glaube, hier geht's weiter. Ja. Okay, das Puzzleteil. Warum soll ich das nicht mitnehmen? Oh, weil da unten der Boden einkracht. Entschuldigung. Ah, jetzt geht's hier weiter. Okay. Buchstabe. Wir bleiben bei Dixie. Ich sag's nicht anders. Okay. Er macht diese Teile immer unter Strom. Das ist doch nicht so schön, aber ist schön. Oh, aber auch die Wires hier. Die Ranken. Selbst die sind von Elektrizität nicht verschont. Alles klar, was passiert hier schon wieder? Das hier sieht zass aus. Ein Bonusraum, ganz genau. Nimm mal mit. Gar nichts gibt's hier zu bemängeln. Sorry, dass ich zu wenig geredet habe. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Aber gar kein Stress, gar kein Stress. Oh. Ja. Was ist das denn? Ah, ich kann hier Dinge verschieben. Okay. Jetzt wird's doch nochmal heavy. Jo. Ich dachte, da rechts geht's weiter. Alles klar. Was passiert hier? Oh. Da unten ist ein Fass. Wieder ein Bonus. Sehr viele Boni tatsächlich hier. Bö, 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 bö.
Ist wieder so ein Standardbonus. Oh, die Nemete habe ich jetzt aber richtig perfekt eingesammelt. Guys, dafür kann man doch auch mal ein Like da lassen. Ne? Das wäre richtig irgendwie. Wäre super schön. Ihr wisst Bescheid, Guys. Dankeschön an jeden von euch. Mir reicht es auch schon, wenn ihr die Videos guckt. Wenn ihr die Videos von Anfang bis Ende guckt, dann bin ich schon happy. Oder wenn ihr zumindest die ersten, sagen wir, die ersten 10 Minuten schaut, bin ich, selbst da bin ich schon happy. Wer bist du denn? Das war gar nicht gut. Ich komme da nicht mehr dran, oder? Nee. Kollege. Warte, ich kann doch einfach auch hier runterrollen, nicht? Weil hier war direkt der Checkpoint, ganz genau. Und lieber sterbe ich einmal, wie halt da alles von vorne machen zu müssen. Eins, zwei, drei und vier. Alles klar. Bitte was? Ich habe nur noch ein Herz. Ich habe wieder zwei Herzen. Ich habe wieder ein Herz. Ich habe das G nicht. Ja, ich habe das G nicht. Tschüss. So, hier hätten wir das G. Was? Was passiert hier? Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ist egal eigentlich. Ziel haben wir. Oh mein Gott. Das hat mich richtig auf 95 Ballons oder so runtergezogen. Das war richtig schwer, das Level. Boah, ich bin auch noch sehr häufig gestorben gerade. War nicht so schön. Hier gibt es einen Secret Exit in Magma Mia. Schauen wir doch, was der Secret Exit sein wird. Ich weiß es nicht. Ich finde es schade. Das heißt, ich muss das Level zweimal spielen. Und die Level sind jetzt nicht gerade einfach und angenehm. Aber mal schauen. Ich muss actually überlegen, wo hier ein Secret Exit sein könnte. Da war einfach eine random Banane, okay. Dixie ist, glaube ich, keine schlechte Wahl. Ich glaube, in jedem Level ist Dixie eigentlich... Oh! Jetzt wird's episch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es sieht wundervoll aus. Alles klar, alles klar. Oh, okay. Oh nein, das ist ein Rambi-Level. Das ist eines der Rambi-Level, die man halt nicht ohne Rambi machen kann. Aber wie ihr wisst, es gibt ja einen Zusatzpart, falls ihr das nicht mitbekommen habt, in dem wir alle Rambi-Level, die ohne Rambi spielbar sind, ohne Rambi spielen. Das ist die Challenge. Alles klar. Alles klar, das ist auch ein richtig schönes Level. Nee, man hat hier auch keinen Zeitdruck oder so. Ihr könnt das ganz entspannt angehen. Alles klar. Safe sammle ich da jetzt noch irgendwas ein. Bumm. What's going on hier? Das war knapp. Okay, hier gäbe es auch wieder einen Rambi zum Mitnehmen. Oh, wir können die wirklich nur an den Zielen auch treffen. Okay, das wusste ich nicht. Aber macht ja auch Sinn. Ja, ich war zu schnell. Entschuldigung, dass ich bei diesem Druck zu schnell bin. Wir tryen again. Wir tryen direkt again. Das war ja nicht weit weg, oder? Nee, ganz entspannt hier. Kriegen wir nochmal einen Rambi? Dankeschön. Reden wir gar nicht erst drüber. Wir haben jetzt natürlich keinen Doppelsprung mehr. Oder halt einen Sprung, mit dem man noch fliegen kann. Das ist natürlich auch immer schön. Nee, das macht's nur einfacher. Herausforderung in Donkey Kong. Pff. Checkpoint, wichtig. Ich hätte echt gerne ein Fass. Die Level sind unfassbar schwer. Die Rambi-Level. Also vor allen Dingen, wenn es so eins ist, wo du halt durch die Lava einfach auch instant sterben könntest.
Hier müssen wir jetzt warten. Also das finde ich ganz schlimm, dieses... Yo, gib mal Gas. Nee, Joke, warte mal noch kurz. So. Alles klar, alles klar. Alles klar, alles klar. Was passiert? Bitte fahr doch runter. Ja, jetzt ist mit langsam machen sowieso vorbei. Wir haben alle Buchstaben. Hier wird nur noch gerannt. Ich habe so Angst. Bitte lass es mich doch schaffen. Oh, bitte. Ja, wirklich, wie ein Gott. Wie ein Gott reißen wir hier das Game rum wie ein Lenkrad. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal sagen kann, ich habe Donkey Kong bis in die richtig weit, so weit gespielt, ohne Funky Kong zu usen. Funky Kong für die Buchstaben 10, by the way, nicht. Das ist was anderes. Gibt's hier einen Secret Exit in der Kühlkammer? Ich weiß es nicht. Hier an dieser viel zu schönen Stelle kann man hoch und hier durch das Portal. Okay. Das ist auch mein Secret Exit. By the way, es ist in diesem letzten Elektro-Stuff-Level. Ihr wisst Bescheid. Das war jetzt nicht sonderlich spaßig, das herauszufinden. Vor allem hat es viel zu lange gedauert. Aber dafür eröffnen sich uns zwei wunderbare weitere Level. Aber die zwei Level und den Final Boss machen wir erst in der nächsten Folge. Guys, wenn euch das Ganze gefallen hat, like lassen, abonnieren, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Es wird episch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.